Da das Nachbarland Benin mit seiner Hauptstadt Cotonou lediglich 177 Kilometer entfernt ist, genügt eine Fahrt im Bummeltempo, um den Hafen der ca. 700.000 Einwohner zählenden Stadt am nächsten Morgen zu erreichen. Da Cotonou selbst nur wenig Interessantes zu bieten hat, haben wir einen Ausflug zu dem im Norden der Hauptstadt gelegenen Lac Nokoué mit einer Bootsfahrt zu Afrikas größtem Pfahlbautendorf geplant. Nach der Ankunft im Hafen von Cotonou dient der Bus als Transportmittel in erster Linie dazu, um die verkehrsreiche und überwiegend von Mopedfahrern frequentierte Innenstadt in Richtung Norden zu verlassen. Bald haben wir den Stadtrand von Cotonou und somit das Ufer des 20 Kilometer breiten und 11 Kilometer langen Sees erreicht, von wo aus die Einheimischen regelmäßig mit Holzkanus zwischen Hauptstadt und ihrem Dorf hin und her pendeln. Für uns ist es natürlich wesentlich einfacher, von einem motorisierten Ausflugsboot aus das hochinteressante Leben auf dem See zu beobachten. Das gesamte Gebiet ist ein wichtiger Brutplatz für verschiedene Wasservögel und beherbergt gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Lebensgrundlage Nummer 1 ist für die Seebewohner naturgemäß Fischfang und Fischzucht, welche durch Einstecken von Ästen und Zweigen in das flache Gewässer unterstützt wird. Nun nehmen wir etwas Fahrt auf, denn im Norden des Sees befindet sich das Pfahlbautendorf Gandier. Mit 20.000 Einwohnern ist es vermutlich das größte auf einem See erbaute Dorf Afrikas, was ihm nicht nur einen Status als UNESCO-Weltkulturerbe eingebracht hat, sondern auch einige an Kultur und Ökologie von See und Dorf interessierte Touristen anzieht. Sämtliche Wege zwischen den Pfahlhäusern müssen hier per Boot zurückgelegt werden. Im Zentrum des Dorfes befindet sich neben einigen schwimmenden Märkten auch die zentrale Anlaufstelle für die Trinkwasserversorgung, für die man geduldig in einer Bootsschlange wartet. Auch der einzige zusammenhängende Häuserkomplex ist hier zu finden, den Bootstouristen gerne für Verpflegung und Souvenirkäufe nutzen. Vor allem hat man aber von hier aus einen schönen Überblick über die hochinteressante Umgebung. Danach treten wir den Rückweg über die wundervolle, von unzähligen Wasserpflanzen bedeckte Seenlandschaft an und freuen uns noch über eine Vielzahl interessanter interkultureller Begegnungen. Letztendlich müssen wir uns doch von der zauberhaften Umgebung losreißen und kehren über das belebte Stadtzentrum von Cotonou zum Schiff zurück.